Und damit herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn. So, wir haben ein kleines Problem, wir haben nichts mehr zu essen. Das bedeutet, ich werde mal die drei hierher holen. Und die drei erschießen. So, freigeben. Stopp, 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 stopp. Bitte lauft doch nicht alle gleich weg. Irgendjemand von euch, wie wäre es mit Joko? Bitte einmal schlachten den Ulfen. Wir brauchen nämlich Nahrung. Let's go. Die Babys lasse ich mal noch, ne? So, dann möchte ich gerne kennen. Der möge bitte das Vieh hier schlachten. So. Und freigeben. Und dann kannst du bitte den noch auch schlachten. Let's go. Dann hole ich mir noch den hier. Obwohl, das reicht erstmal, glaube ich, ne? Wir haben halt gar kein Gemüse. Das ist ja das Problem. Dauert halt erstmal wieder, bis wir genug Nahrung haben. So. Oh Gott. Sender, kannst du kochen? Kannst du rein zufällig etwas kochen? Koch dir mal bitte was. Auch wenn du jetzt Zusammenbruch bekommst, aber du musst halt was essen. Oh Gott. Oh. Neue Trümmer. Okay, dann können wir ja den auch noch mal abbauen hier vorne. Vielleicht haben wir Glück und finden hier auch noch mal einen CPU-Kern oder sowas. Mal sehen. So, ich hoffe, dass jetzt irgendwer noch was zu essen macht. Das wäre wirklich super. Oh ja, einer verhungert. So, let's go. Ich könnte mir vorstellen... Ne, Ken ist gerade am Bergen, ne? Oh, warte mal. Wie sieht das hier vorne aus? Ah, guck mal, die Dinger wachsen jetzt. Wir haben Frühling, ne? Oh, das ist gut. Ja, die wachsen auch. Wir können bald einen CPU-Kern bauen. Perfekt, die Orbitalgeschichte ist schon an. Wir brauchen aber ein Funkgerät. Was? Wie, wir brauchen zwei? Wir brauchen zwei Orbitalantennen. Willst du mich rollen? Was soll das denn jetzt? Was? Ach nö, jetzt komm schon. Wieso brauchen wir zwei von den Dingern? Ach, das ist doch nicht dein Kack ernst jetzt. Okay, Moment. Oh mein Gott. Och nö. Und ich habe hier keinen Platz für, ne? Wo kann ich das? Ich kann es noch nicht hier hinstellen, aber ich werde es dann da hinstellen.
Oh mein Gott. Okay, was haben wir hier noch alles? Das sind, glaube ich, die ganzen Betonsachen jetzt, ne? Wir haben Betonsachen jetzt bekommen. Genau. Oder haben wir hier noch, was ist das? Ein Backsteinkamin. Wir haben hier eine Brennerei. Ja, okay. Für Backsteine und sowas. Und hier haben wir noch einen Ziegelstein-Dingsbums. Okay, sehr, sehr, sehr schön. So, ich möchte, dass jemand das hier wegpackt. Sender zum Beispiel. Kannst du bitte bewegen? Und danach kannst du bitte den bewegen. Damit ich hier die zweite Orbitalrakete. Ach, jetzt müssen wir noch so ein Scheißding bauen. Warum denn? Oh mein Gott. Orbitalantenne. Was? Zu nah an der Antenne. Ja, hallo. Baue ich hier hinten noch eine hin? Hier. Aber ich brauche hier trotzdem noch einen Zaun. Abreißen. Und wir werden hier Verteidigung. Das hier noch hinbauen. So. Okay. Ganz großes Kino. So, das heißt, einer von euch muss jetzt hier einmal oh mein Gott, irgendwas ist ja immer. Hier noch Christa, Joko, Sander. Kannst du mal bitte. Diese Dinger hier. Achso, Sander macht das schon, okay. Dann können wir hier noch einen Zaun reinbauen, beziehungsweise noch ein Tor. Und das Tor baue ich. Wo baue ich das Tor hin? Moment. Eins. Moment, 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 Moment. Kann ich hier? Tür. Da. Das Ding bitte abbrechen. Warte. Aufträge. Nein, abbrechen. Abbrechen. Ich will das nicht dekonstruieren. Ach, shit. Ich will eine Zauntür haben. Ja, keine Ahnung, was die jetzt bauen. Mal gucken. So, hier, das ist weg. Das heißt, hier können wir noch mal das da machen. Okay, perfekt. Das darf denn gerne jemand bauen. Das wäre echt super cool. So, let's go.
Oh, Orbitalantenne. Sehr gut, dass wir keine CPU-Kerne dafür haben. Aber ich, meine Hoffnung ist noch da, dass wir hier irgendwie noch ein bisschen Stuff kriegen langsam. Mal gucken. Wir haben ja immerhin schon fast 30% beim Wachstum. So, Holz haben wir 1100. Das sollte erstmal reichen. Jetzt hat er hier echt den Zaun zerlegt. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich nicht. Dann machen wir hier doch eine richtige Zauntür hin. Ne, ein richtiges Zauntor. Und dann ist das wieder hübsch. So, baue Festung. Also im Prinzip können wir aber eigentlich das jetzt hier wegnehmen, ne? Oh nein, nicht jetzt bitte. Nein. Please don't. Oh, wieder diese Kackviecher, ne? Shit. Shit. Das bedeutet... Oh nein. Das ist nicht gut, Leute. Okay, Sender, bitte. Baue Holzbefestigung. Jetzt. Mach das bitte sofort. Wir brauchen jetzt diese Holzbefestigung. Ansonsten nehme ich das Ding hier nochmal weg. Lara? Bauen Holzbefestigung. Wir müssen fertig werden. Ja gut, jetzt kommen die Kackviecher, ne? So, ich muss noch mal kurz speichern. Sicherheitshalber speichern, bevor das hier wieder alles in die Binsen geht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil das Problem ist, dass die jetzt hier durchkommen werden und uns die Hütte wahrscheinlich direkt kaputt machen. Oh nein. So, wait a sec. Alle her. Oh, come on. Leute, ihr seid alle verletzt jetzt, oder was? Okay, wir haben es. Okay. Maki geht's nicht gut. So, Kolibris schlachten. Schlachten. Kolibris schlachten. Junos schlachten. Kolibris schlachten. Okay, hier ist auch noch einer. Schlachten. Okay, let's go. Essensgelage ist sehr ungünstig gerade. Muss ich sagen. Alle warten jetzt auf eine Behandlung. Und Maki kümmert sich um alle. Okay, alles klar. So, okay, super.
Lara ist jetzt unbewaffnet, das ist richtig scheiße. Dann kriegst du einen Kurzbogen, obwohl das echt nicht gut ist. Oh Gott, wir haben keine Waffen mehr. Grauenhaft. Grauenhaft. Also gefühlt fangen wir immer wieder von vorne an. So, Geschütztürme haben aber diesmal reagiert, das finde ich gut. Ach, Ken war da hinten, der war gar nicht hier. Hungersnot. Pause. Moment. Yoko. Bitte. Hole Fleisch. Lara. Bitte. Mache das. Wir haben Hungersnot. Hitzschlag? Wieso Hitzschlag? Wieso? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Oh Gott. Wir haben hier 40 Grad drinne? Ach du Scheiße. Christa, sofort ausmachen. Ausschalten. 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 Jetzt. Oh mein Gott. Okay. Achso, und Christa? Öffnen. Öffnen. Oh mein Gott. Okay, noch jemand. Maki, bitte mach die Heizungen aus. So. Okay. Wir haben gleich nichts mehr zu futtern. So, Lara, mach bitte jetzt sofort Essen. Und Yoko, das gleiche hier. Yoko? Wieso haben wir denn... Wir haben doch jetzt Fleisch. Denn oh, warum ist denn... Hier ist nur Fleisch-Eintopf, aber kein... Kein klassischer Fleisch-Dingsbums. Fleischsuppe. Let's go. Yoko? Kochen. Fleischsuppe. Jetzt. Wenn wir jetzt aufgrund von Hungersnot die Leute verlieren, ich glaube, dann reicht's, ne? Sender hat jetzt Essensgelage. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch gerade. Och, Mann. Ja, mir egal. Mach das weg. So eine Kacke. Schlachten. Let's go. Sender, das ist wirklich ungünstig jetzt mit Essensgelage, wenn wir eh kaum was zu futtern haben. Was soll denn die Scheiße jetzt? Himmelarsch und Zwirn. Oh Mann. Was für eine dumme Scheiße, eh ehrlich. Jetzt hat Lara auch noch ein Essensgelage. Ja, ganz großartig. So, Ken, wo bist du? Lachte. So, let's go. Ja, aber irgendwie,
Ja, man kommt hier nicht in einen grünen Zweig. Auf einen grünen Zweig. Fehlfunktion. Und dann immer eine Fehlfunktion oder irgendeine andere Scheiße, die passiert. Es funktioniert einfach nicht. Du kommst hier nicht zur Ruhe. Da hinten baut auch keiner weiter. Was macht er eigentlich gerade? Ruhe. Warte, Moment. Warum? Bitte konstruiere als erstes. Du auch. Gärtner dann auch wichtig, aber naja. So, bitte kocht weiter. So, wie sieht's hier aus? 30 von 30. Dann können wir doch Ken eigentlich losschicken, oder? Wo wollen wir den hinschicken? Expedition? Sternschnuppe? Komm, wir probieren mal die Sternschnuppe. Vielleicht kommt da noch jemand dazu. Go. Eigentlich hat Ken gar keinen Bock, ne? Vor allem habe ich ihm gerade gesagt, er soll hier die Sachen schlachten. Aber ich glaube, ich werde mal Yoko schlachten lassen. Weil die ist ja eh am Kochen. So, Lara, du machst Befestigung. Sehr gut. Sender baut auch Festung, okay. Maki, stopp. Ach, darf sie nicht. Okay, alles klar. Maki darf ja immer nichts machen. Super. Wir haben halt keine Nahrung. Was haben wir hier? Ich habe ein verformtes Metallstück gefunden, auf das der Meteorit gefallen ist. Es war wahrscheinlich ein Teil eines Raumschiffs. Ich werde versuchen, es als Metallschrott zu bergen. Toll, danke. Ganz super toll. So, da ist jemand extrem hungrig. Das ist überhaupt nicht cool. Hier liegt überall Zeug rum und... Naja. Hier könnte man ernten, ne? Perfekt. So, du machst wieder Schuhe. Wer von euch, Yoko. Yoko kocht. Bärenstarker Hunger, na toll. Okay, Ken, mach erstmal. Nee, warte. Ken, renn nicht gleich los. Ich möchte, dass du Dart spielen gehst. Da wird gepflanzt und geerntet. Yoko kocht. Oh nein, come on, nicht schon wieder Essensgelage. Mann! Was ist denn das für eine Kacke hier? Okay, langsam geht mir das Spiel auf den Sack, muss ich ehrlich mal sagen. Du kommst hier einfach nicht auf den grünen Zweig. Oh mein Gott. Ich hab doch nichts zu essen. Verdammte Scheiße nochmal. Ja, dann verhungern halt alle. Hab die Fresse voll langsam. So, hol dir mal ein paar Schuhe jetzt hier. Junge, Junge, Junge.
So, jetzt schlachte doch mal diese ganze Scheiße hier. So, let's go. Ja, Ken ist jetzt nur noch am Kotzen. Großartig. Ganz großes Kino. So, wer von euch kann jetzt hier eigentlich mal so einen scheiß CPU-Kern fertig machen? CPU-Kern wäre auch wirklich richtig OP. 25 Silizium. Weil hier wurde doch was geerntet gerade. Naja. Warum hat sie jetzt... Ich hab doch ge... Hallo. Lara kocht jetzt, oder was? Und geht schlafen. Perfekt. Ja gut, das dazu. Sender macht noch ein bisschen Benzin. Ja gut, dann lasse ich ihn jetzt noch weiter schlachten. Weil offensichtlich machen die ja irgendwie nicht das, was man ihnen sagt hier. Oder ich habe es nicht ausdrücklich gesagt. Ich weiß es nicht genau. Sender, ich hab dir doch... Hallo? Sender! Ich hab ihm doch gerade gesagt, was er machen soll. Hallo? Warum rennt er denn außen rum? Hier ist doch eine Tür. Ist er ein bisschen dumm? Was soll das denn? Hä? Warum? Ich habe hier eine Tür. Ja gut, ohne Worte. So, dann haben wir hier wieder 30 Dinger drin, ne? Und ich schlage vor, wenn Ken fertig ist mit Essen, er hat übrigens keine Schuhe, jetzt aber gleich, lassen wir ihn eine Runde erneut auf Expedition gehen. Waffenkammer, ne? Würde ich sagen. Jo. Let's go. Ab in die Waffenkammer. In der Hoffnung, dass wir nochmal CPU-Kerne finden. Das wäre halt richtig geil. Wir brauchen jetzt nämlich nochmal 3 Stück. Zur Abwechslung. So, wie sieht's da hinten aus? Dauert. Dauert noch alles, aber es geht vorwärts. Und dann kann Sender welche bauen. Oder ich glaube, Ken war derjenige, der hier hinten gebaut hat. I don't know. So, bitte kocht was zu essen. Bitte kocht was zu essen, Leute. Keiner kocht hier. Nicht genug Ressourcen, nicht genug Ressourcen. Wir haben einfach nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Kein Fleisch. Okay, das heißt, wir müssen jagen gehen. Xander, Yoko.
Ihr beide werdet... Wo haben wir denn noch Viecher hier? Ja. Hierhin. Let's go. Sender, warte mal. Haben wir noch irgendwas, was er töten kann? Hier war doch vorhin noch irgendein Viech, oder? Aber jetzt ist hier nichts mehr. Okay, schade. Ja gut, ist egal, come on. So, Joko, dann hol mal ein bisschen Fleisch und ich hoffe... Oh Gott, ist das grauenhaft, ey, Mann! Jetzt haben wir nichts mehr hier zu futtern. Hier sind nur diese Kackpilze. Ich habe so viel Metallschrott, bla bla bla. Und einen kompletten Satz Synthetikrüstung. Cool. Tschüss. Mann, 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 Mann. Ja, schade. Irgendwie habe ich so das Gefühl, als wenn ich einfach nicht vorwärts komme. Es fühlt sich an, als ob ich auf der Stelle trete und mich im Kreis drehe hier. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass wir noch 3 CPU-Kerne bekommen und weitermachen können hier. Let's go, Joko. Du musst Essen kochen. Du musst Essen kochen, jetzt! Sehr gut. Nein, du gehst jetzt schlafen. Okay, perfekt. Das ist richtig, richtig gut. Na gut, dann ist das so. Wahrscheinlich werden unsere Leute verhungern. Und zwar nach dem dritten, nach dem vierten Jahr. Das würde mich jetzt auch nicht wundern. Aber wir werden es erleben. Mal gucken. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.